Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mit einem Projekt, das ich bereits vor 2 Jahren gemalt habe, aber auf dessen Ergebnis ich immer noch besonders stolz bin. Das Model, welches ich hier in diesem Video zeichnen werde, heißt Fabian Arnold. Seine Kontaktdaten auf Instagram verlinke ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung oder auch hier im Video. Damals, als ich ihn gezeichnet habe, hatte er um die 10.000 Follower. Jetzt ist er, glaube ich, bei 300.000, 400.000. Auf jeden Fall, schaut mal vorbei. Und der Fotograf für dieses Foto war TJ Models. Auch das verlinke ich euch unten mit in der Videobeschreibung, wenn ihr mal vorbeischauen möchtet. Das Projekt selbst könnt ihr jetzt an dieser Stelle noch nicht sehen, ist auf einer 40x40 cm großen MDF-Platte gezeichnet. Und ich habe hier, bevor ich mit dem Zeichnen angefangen habe, ein Stück Clairefontaine Pastelmat aufgeklebt. Also habe im Prinzip die MDF-Platte mit Farbe bestrichen, habe das Pastelmat aufgeklebt und somit mit der Platte verbunden. Also relativ einfach an sich. Jetzt mittlerweile gibt es von Clairefontaine auch Malkartons, also im Prinzip schon eine stärkere Variante zu dem Papier. Hatte ich damals nicht gesehen, nicht bekommen, nicht gefunden oder gab es noch nicht, weiß ich nicht. Wollte jedenfalls eine stabilere Unterlage haben und habe das damit dann auf die MDF-Platte geklebt. Das aber nur am Rande. Ziel des Projekts war es für mich gewesen, das Ganze mit Buntstiften zu machen. Ich habe hierfür die Prismacolor-Stifte genommen und die Polychromo-Stifte und ein paar von den Luminance auch mit dazu. Welche Art ihr benutzt, ist natürlich komplett egal. Ihr kriegt das gleiche Ergebnis mit so ziemlich jeder der Marke hin. Die Prismacolor und die Luminance-Stifte sind einfach ein bisschen weicher, weil sie wachsbasiert sind. Und die Polychromo-Stifte sind ein klein wenig härter, also besser geeignet für Details, weil sie ölbasiert sind. Könnt natürlich aber auch alle drei Marken miteinander mischen, je nachdem, was ihr an Stiften entsprechend habt. Das Pastelmatpapier ist eigentlich für Pastellfarben gedacht, also Pastellkreide, Pastellstifte, hat eine sehr, sehr feine samtähnliche Oberfläche und hält entsprechend die Pigmente sehr gut fest. Bei den Buntstiften hat man da eine große Möglichkeit, sehr viele Schichten aufzubringen, also entsprechend eine Farbtiefe zu bekommen. Und auch wenn man mit Lösungsmittel arbeitet, um seine Stifte zu verblenden, funktioniert das sehr gut auf dem Papier. Bei normalem Papier kommt man irgendwann zu der Stelle, wo dann keine Schichten mehr auftragbar sind, wo dann also so viel Pigment und Wachs auf dem Papier ist, dass nichts mehr darüber hält. Diesen Moment ist auf dem Papier einfach viel später erreicht. Als kleiner Tipp am Rande, was man tun kann, wenn man von einem Foto abzeichnet und ihr euch nicht sicher seid, welchen Farbton ihr am besten benutzt, könnt ihr auf dieser Seite gerne das Foto hochladen. Dort werden euch die Basisfarben angezeigt und ihr könnt schauen, welche von euren Stiften am besten zu den Farben passen. Aber als generelle Regel achtet gar nicht mal so sehr auf den richtig perfekten Stift, sondern eher auf die richtige Schattierung, also wie hell oder wie dunkel ist ein Bereich. Das gibt euch am Ende viel mehr Realismus, als wenn ihr jetzt eine halbe Stunde nach der perfekten Farbe sucht. Weil letztendlich seht ihr das Foto auf eurem Bildschirm. Dieser hat zum Beispiel schon eine andere Farbeinstellung, als es euer Handy hat, euer Tablet hat oder auf einem Fernseher. Und selbst das Foto, als es gemacht wurde, hat die Farben schon zum Originalmodell leicht verändert. Von daher denkt nicht allzu sehr über den perfekten Farbton nach, macht euch da keine Kopfschmerzen, sondern nehmt etwas, was relativ nah an den Ton herankommt, was ihr haben möchtet. Das Projekt selbst hat ungefähr 12 Stunden gedauert zu zeichnen. Und wie ihr sehen könnt, springe ich von einer Ecke zu der anderen und versuche die erste Schicht Farbe aufzubringen. Wie man bei den Porträts arbeitet, ist natürlich immer ein Stück Geschmackssache. Die einen möchten immer gern eine Stelle komplett fertig haben, bevor es zur nächsten weitergeht. Die anderen arbeiten lieber in Schichten, so wie ich das tue, und machen erstmal eine Art Grundierung auf dem gesamten Bild, um zu sehen, ob alles an der richtigen Stelle ist, ob alles passt oder ob noch irgendwas geändert werden muss. Hier könnt ihr natürlich so vorgehen, wie ihr es gewohnt seid und wie es für euch am einfachsten ist. Jetzt, zu diesem Moment, an dieser Stelle des Bildes, ist der Kontrast auf keinen Fall bereits so, wie ich am Ende haben werde. Hier kommen noch einige Schichten mehr von den Stiften darüber, einige andere Schattierungen. Und ich baue so langsam Schicht für Schicht meine Hauttöne auf und meine Schatten und Highlights. Auch kommen hier ab und zu Farben zum Einsatz, weil die nicht unbedingt typisch Hautfarben sind, wenn es sowas in der Tat überhaupt gibt. Zum Beispiel Grau oder leichte Grüntöne. Das liegt einfach daran, wie die Schattierung oder der Lichteinfall bei dem Porträt selbst war, also in welcher Umgebung sich das Model befunden hat und auch ein Stück weit Anatomie, wie sich das Gesicht selbst aufbaut. Denn gerade Bereiche, die direkt über dem Knochen liegen, haben immer einen leicht blau-gräulichen Touch und Bereiche, die gut unterfüttert sind, haben eher einen rosigen Touch.
aber auch das kommt immer wieder auf die Beleuchtung an, in der sich das Modell selbst befindet. Wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, dass euer Papier keine Pigmente mehr aufnehmen kann, dass zu viel Wachs sich gebildet hat oder ihr einfach keinen Farbton mehr ändern könnt, so wie ihr es gern möchtet, könnt ihr anfangen, das Ganze zu verblenden. Hier am besten etwas Farbverdünner nehmen, wie man es für Ölfarben benutzt. Oder mittlerweile gibt es auch direkt für Buntstifte Möglichkeiten zu verblenden, zum Beispiel Zestit. Auf jeden Fall solltet ihr keine Öle benutzen, wie Babyöl zum Beispiel. Das funktioniert zwar im ersten Moment auch, ist aber nicht dafür geeignet, weil es nicht trocknet und somit euer Bild über die Zeit ruinieren kann. Ich persönlich hier nehme ganz normalen Farbverdünner, geruchlos und davon auch nur sehr wenig. Und es hilft mir einfach, eine ebene Fläche zu bekommen. Ihr seht das auch direkt hier im Video, denn sobald ich mit dem Lösungsmittel über die Pigmente drüber gehe, werden diese aufgelöst oder das Wachs löst sich auf und sinkt somit in die tieferen Schichten des Papiers. Es gibt einem eine ebenere Fläche und sobald es getrocknet ist, kann man mit der nächsten Schicht Buntstift darüber gehen und die nächsten Farbtöne erzielen. In gewisser Weise fühlt es sich an dieser Stelle so an, als wenn man mit Ölfarben zum Beispiel arbeitet. Und das Schöne daran, was die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen oder noch nie versucht haben, ihr könnt durchaus auch Ölfarben und eure wachsbasierten, ölbasierten Buntstifte miteinander kombinieren. Genau das tue ich zum Beispiel auch hier in diesem Projekt. Ich bin immer total enthusiastisch und begeistert bei Projekten, die ich mit meinen Buntstiften machen kann. Hier auch in einem sehr großen Projekt, muss ich sagen, war total begeistert und nach ein paar Stunden merkt man doch, wie langsam man mit den Buntstiften eigentlich vorankommt. Es gibt natürlich wunderbare Möglichkeiten, dort viele Details zu machen und sich wirklich Zeit zu nehmen und viele Effekte zu kreieren, was man vielleicht mit Farbe und Pinsel nicht so direkt vor Augen hat, aber es dauert auch einfach wirklich, wirklich lange. Und vor allem, als ich an seinem Hoodie am Ende angekommen bin, war ich komplett ratlos, wie ich das in einer sinnvollen Zeit mit den Buntstiften machen kann, ohne wirklich 40 Stunden daran zu arbeiten. Und habe dann kurzerhand einfach zu meinen Ölfarben gegriffen, weil das an dieser Stelle einfach schneller ging. Genauso gut, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr noch einige Schichten auf euren Hauttönen ändern müsst und mit Farbstiften nicht mehr richtig den Mut habt, das zu ändern, weil ihr Angst habt, irgendetwas zu verändern, zu ruinieren, sind Ölfarben ein ziemlich guter Weg, das Ganze zu tun. Einfach durch Drybrush, also ganz wenig Ölfarbe auf euren Pinsel, ohne Verdünner, ohne irgendwas, ganz leicht einen Hauch über euer Bild malen und schon könnt ihr die Farbe von eurer Ölfarbe direkt mit der Farbe eures Buntstiftes verblenden. Das funktioniert ziemlich gut, mache ich auch in diesem Video noch am Ende. Ihr bekommt damit einen noch ebeneren Hautton, könnt damit leichte Schattierungen verändern. Gut, ihr könnt auch starke Schattierungen verändern, wenn ihr einfach mehr Ölfarbe nehmt. Aber so bekommt ihr einfach diesen, sagen wir, Make-up-Effekt. Also keine riesigen großen Änderungen, sondern wirklich nur einen Hauch von Farbe, der das Ganze ins richtige Licht drückt. Falls ihr euch jetzt fragt, ob ihr mit den Buntstiften dann auch wieder über die Ölfarbe gehen könnt, ja und nein. Sobald ihr die Ölfarbe auf eurem Bild habt, solltet ihr diese erst trocknen lassen, weil das Öl in der Farbe sonst die Pigmente in eurem Stift leicht anlösen kann und somit der Farbauftrag nicht mehr ebenmäßig wird. Wenn ihr das Ganze aber trocknen lasst, bei der Stärke an Ölfarbe reicht das am nächsten Tag, könnt ihr problemlos mit den Stiften wieder darüber gehen. Habt ihr jetzt Stellen, wo ihr mehr Ölfarbe aufgetragen habt, also wirklich wie auf einem Ölgemälde selbst, natürlich auch trocknen lassen, was dann länger dauert, dann kann es auch passieren, wenn ihr mit spitzen Buntstiften darüber geht, dass ihr die Farbe wieder abkratzt oder Dellen da rein macht, was man am Ende wieder sieht, also entsprechend auch Schattenwürfe kreiert, die man nicht wirklich haben möchte. Für mich als meine Empfehlung wäre die Drybrush-Variante die beste, weil man so problemlos immer wieder korrigieren kann und so ohne Angst zu haben, etwas zu ruinieren, die Farbtöne leicht ändern kann. Auch für die Haare habe ich mich dann entschieden, mit Ölfarben weiterzumachen, weil ich einfach noch für mich keine passende Technik gefunden habe, wie ich Haare ordentlich mit Buntstiften malen kann. Mein großes Vorbild ist dort immer noch Heather Rooney. Wahrscheinlich werdet ihr sie kennen, wenn ihr auch mit Buntstiften arbeitet. Sie hat einfach, ich glaube, sie kann alles, was Buntstiften angeht, darstellen. Ich bin da noch weit weg von und bevor ich irgendwelche größeren Experimente mache, habe ich dann einfach die Ölfarbe genommen, weil ich dort meine Technik bereits raus hatte, mit der ich Haare relativ gut und halbwegs realistisch darstellen kann. Hier arbeite ich meistens mit sehr verdünnter Ölfarbe, also entweder mit Verdünner verarbeitet oder mit Liquin. Und mache dann verschiedene Schichten von dunkel zu hell, bis ich dann die Farbtöne habe, die ich möchte. Und nehme davon immer feinere Pinsel, um dann auch die feinsten Haare darzustellen. Im Großen und Ganzen war es das auch für dieses Projekt gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen.
Wie gesagt, ich bin persönlich sehr stolz auf das Ergebnis und es ist immer noch eines meiner liebsten Porträts, die ich gemalt/gezeichnet habe. Und freue mich auch, dass ich das Ganze Fabian damals geschickt habe. Es waren insgesamt 3 Bilder. Einmal dieses, einmal ein Ölgemälde, nur Ölgemälde und einmal eine Zeichnung. Alle habe ich auch auf meinem Kanal bereits hochgeladen, bereits vor 2 Jahren. Die sind alle englisch vertont, aber wer möchte, kann das natürlich gern anschauen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr auch schon mal so eine Mixed-Media-Technik gemacht habt mit Buntstiften und Ölfarbe oder ob das jetzt das erste Mal gewesen ist, dass ihr diese Kombination in einem Video gesehen habt. Ich würde mich natürlich freuen, von euch zu hören. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und lasst mich auch gern wissen, wenn ihr mehr deutsche Videos haben möchtet und vor allem, was ihr sehen möchtet. Also ob eher Realismus, ob eher Acrylic Brewing oder Abstraktes. Ich habe bereits eine Playlist mit meinen deutschen Videos gemacht, da ist hier und da von verschiedenen Techniken etwas mit dabei, schaut also auch gern dort mal vorbei. Aber wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Techniken sehen wollt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich setze das mit auf meine To-Do-Liste. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann!